Ganz kurz, ich bin der Bastian, ich habe mich vorhin schon vorgestellt. Ich bin Inventar dieses Hauses und ich hoffe, ich bitte euch, mich nicht zu steinigen, denn ich habe eigentlich in meinem normalen Leben überhaupt nichts mit agilen Teams am Hut. Ich bin nämlich Kaufmann, Entschuldigung, beschäftige mich aber in letzter Zeit relativ viel mit dem Thema Dokumentieren, weil wir nämlich, manche könnten es vielleicht schon erahnen an dem Logo hier, jüngst eine Partnerschaft geschlossen haben mit einem Plugin-Anbieter, der das Dokumentieren in Confluence vereinfacht. Und ich bin unter anderem dafür zuständig und daher ist Dokumentieren für mich gerade höchst spannend. Und als man intern auf mich zugekommen ist und gesagt hat, das wäre doch eigentlich mal eine schöne Sache, dass du das bei unserer AUG machst, habe ich mir gedacht, ja, das ist tatsächlich eine schöne Sache. Ich hoffe nur, dass ich am Ende nicht gesteinigt werde, weil ich ja eigentlich agil gar nicht so wirklich unterwegs bin. Daher habe ich gedacht, provozieren ist immer eine gute Sache. Warum fällt das gerade aus? Und ich habe mir gedacht, zwei Königskinder, die einander finden können, die Fabel sagt ja genau das Gegenteil, was impliziert, dass die agile Community mit Dokumentieren ein Problem hat. Soweit das Provozieren. Es ist natürlich nicht so, um es kurz vorwegzunehmen. Aber wenn wir gerade beim Provozieren bleiben, gehen wir doch erstmal auf den Visionär der agilen Idee. Die Jüngeren unter uns kennen dieses Bild, kann es jeder erkennen. Das ist unser guter Freund Erich Honecker. Kann mir jemand sagen, was der bekannteste Satz von Erich Honecker ist, der euch einfällt? Das war Walter Ulbricht. der Satz war, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ich musste deshalb daran denken, weil ich habe mit unseren agilen Teams so ein bisschen gesprochen und habe auch gesagt, wie sieht denn das Ganze aus? Natürlich kriege ich auch einiges mit von diesen agilen Teams. So ist es ja nicht. Also ich laufe nicht blind durch die Welt. Irgendwie? Gut. Ist irgendwas am Beamer? An der Verbindung nicht? Gut, aber weiterreden kann ich ja. Wenn ich mit den Kollegen gesprochen habe, ging es eigentlich immer um die zentrale Idee, ja, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gehen wir auf ein Ziel zu. Dieses Ziel ist das große Ganze und mit jedem Schritt gehen wir ein kleines Inkrement, also ein kleines shippable Product in diese Richtung. Und da müsste ich irgendwie immer an dieses Vorwärts immer denken und habe mir gedacht, wenn man den letzten Talk hat und es eh schon zu später Stunde ist, könnte man doch einfach mal so ein Bild von Erich Honecker an die Wand werfen, dann habe ich wenigstens die Aufmerksamkeit. Aber genauso streitbar wie diese Person ist, so streitbar ist auch das Thema Dokumentation. Dass es einen Bedarf an Dokumentation gibt, muss ich, glaube ich, jetzt hier nicht in die Runde werfen. Da würde keiner Nein sagen. Es gibt einen Bedarf an Dokumentation. Aber wer dokumentiert schon gerne? Wer dokumentiert gerne? Doch so viele. Okay, das ist deutlich mehr als beim letzten Talk. Also Dokumentation ist genauso streitbar, weil es einfach oft auch nervig ist. Es ist eine zusätzliche Arbeit. Ich rede jetzt tatsächlich, muss ich vorweg dazu sagen, Aaron und Stanislav haben das Ganze eher aus einer strategischen Sicht gesehen, aus einer Architektursicht. Ich sehe das ganze Thema jetzt eher aus einer Sicht, dass ich sage, wir haben ein shippable Product, wir haben ein fertiges Produkt, das wir zum Beispiel irgendwie an den Markt bringen müssen, an den Mann bringen müssen. Dafür ist eine Dokumentation notwendig und genau an dieser Stelle müssen wir etwas kreieren, etwas gestalten. Und dann, weil eben niemand gerne dokumentiert, versteckt man sich, wir hatten die Regeln ja heute schon mal ganz kurz, versteckt man sich eben ganz gerne dahinter, dass man sagt, naja, die funktionierende Software ist doch eigentlich viel besser als zu dokumentieren, weil genau dafür gibt es ja entsprechende Tools, die agile Teams zur Verfügung haben. Dafür gibt es ein Review. Ich habe einen Kunden und in diesem Review gehe ich mit dem Kunden das Ganze durch und er hat es verstanden, er hat es gesehen, er hat es abgenickt. Und Individuen und Interaktion, ein agiles Team ist genau wie jedes andere Team auch davon abhängig, dass Wissen geteilt wird, dass Wissen weitergegeben wird. Ja, dafür hätten wir doch eigentlich eine Retrospektive oder das tägliche Stand-up. Ja, das stimmt. Aber es gibt halt nicht immer die Phase, dass man sagt, man kann die Dokumentation ersetzen und manchmal bildet sie eben genau diesen Mehrwert, der eigentlich dann auch vom agilen Manifest abweicht und sagt, gibt es einen Mehrwert, dann dokumentiere. Der Mehrwert könnte zum Beispiel so aussehen, ich arbeite eben nicht für einen Kunden, mit dem ich persönlich in Kontakt stehe und der bei meinem Review anwesend ist, ich arbeite für einen Markt, so machen wir das beispielsweise.
Also wir sind ja ein großer Atlassian-Partner, wir haben auch Plugins, die wir über den Atlassian-Marketplace vertreiben. Da reden wir nicht mehr mit einem Individuum. Es gibt vielleicht ab und zu mal kundengetriebene Features, ja. Die bespricht man dann mit dem Kunden einmal, aber sobald das Feature umgesetzt ist, ist es im Markt. Und dann muss ich irgendwie eine Dokumentation zur Verfügung stellen, die für sich selber spricht. Da kann ich nicht mehr mit jemandem individuell kommunizieren. Oder, hatten wir auch schon alles mal, es gibt ein Review, aber gewisse Personen sind halt nun mal verhindert. Was mache ich dann? Dokumentation notwendig. Es gibt wiederkehrende Prozesse, die jedes Team hat. Da reden wir nicht über die Eigenheit von agilen Teams. Das ist halt nun mal so. Es gibt Prozesse, die sind so nervig, dass man sie machen muss, aber sie kommen nicht so oft wieder, dass man sich überwindet, sie zu dokumentieren, weil man denkt, das war bestimmt jetzt das letzte Mal, das kommt nicht mehr. Das habe ich jetzt gemacht. Hoppla, es fällt mir schon wieder auf die Füße und ich weiß schon wieder nicht, wie es gemacht wurde, weil es ist schon so lange her. Wir hatten ja auch vorhin schon das Thema, in dem Team ist niemand mehr drin, der es mal gebaut hat oder nur noch einer im besten Fall. Da kriegt man dann eventuell Probleme. Die Teamzusammensetzung, das ist so ein bisschen das Thema Onboarding. Das betrifft zum Beispiel auch mich als nicht agiles Team. Ich bin Teil eines Vertriebsteams und ich bin unter anderem für das Onboarding zuständig. Habe ich Lust, gewisse Prozesse, gewisse Abläufe immer und immer und immer wieder zu erklären? Natürlich habe ich das nicht. Möchte ich dokumentieren? Na, in der Regel auch nicht. Ich finde irgendwie einen Mittelweg. Den Mittelweg müsste man aber insofern nicht mehr suchen. Ich versuche das jetzt alles ein bisschen kürzer zu halten, weil eigentlich, glaube ich, die Live-Demo ein bisschen interessanter ist, ist nämlich dieses Snapshot for Confluence-Plugin. Es ist ein Plugin, das alle Vorgänge, die auf einem Rechner erfolgen, gecaptured werden können. Und das, was ich capture, also jeder Mausklick erzeugt einen Screenshot und der kann in Confluence ausgegeben werden, kann auch noch bearbeitet werden. Die Screenshots an sich können bearbeitet werden, es kann mit Titeln versehen werden, mit entsprechenden Texten versehen werden. Und das Schöne ist, ich habe auch noch entsprechende Vorlagen aus Confluence, ich kann das Ganze standardisieren. Das heißt, meine Dokumentationen sehen immer gleich aus. Da denke ich an einzelne Features, neue Versionen, die wir von unseren Plugins ins Netz stellen. Da kann ich sagen, diese Dokumentation hat immer dasselbe Layout. Und natürlich eine massive Zeitersparnis. Ich würde sagen, damit bin ich eigentlich auch durch mit der Präsentation. Wir springen einfach mal ein bisschen, es sei denn, ihr habt schon irgendwelche kritischen Fragen an dieser Stelle, dass wir einfach mal ins Doing übergehen. Ja? Wollen wir das machen? Dieser Tisch wackelt echt extrem. Ich behebe das mal ganz kurz, sonst wird es gleich hässlich. So. Gut, jetzt wackelt er anders. Aber an der Stelle einfach mal einen Fuß drauf. So. Beziehungsweise, nein, das maximiere ich mal nicht, sonst wird es stressig. Und das hier sollten wir ein bisschen größer machen, sonst sieht niemand mehr was. Sieht jetzt auch in den hinteren Reihen? Ja? Okay. Super. Wir machen jetzt mal einen ganz, ganz billigen Use Case. Also bitte nicht drauf festnageln, das ist einfach auch ein bisschen der vorangeschrittenen Zeit ist das geschuldet. Wir machen jetzt mal eine Dokumentation darüber, wer nutzt Confluence eigentlich? Wem ist das ein gewohnter? Okay, gut. Also das ist Confluence, das ist ein Wiki. Für diejenigen, die es noch nicht nutzen. Wir hätten hier die Möglichkeit, ganz normal eine Seite zu erstellen. Wir haben aber auch hier über diesen Menüpunkt die Möglichkeit, Vorlagen auszuwählen. Und hier können wir diese Vorlage ganz einfach anwählen und kommen dann auf diese Seite. Das Tool, das nur ganz kurz am Rande, besteht aus einem Confluence-Add-on und einem Add-on, das lokal am Rechner installiert wird, auf dem Rechner installiert wird. Das ist deshalb, damit man eben auch Vorgänge capturen kann, die nicht nur in Confluence bestehen, sonst ginge das nicht. Das kann man auch, können wir im Nachhinein ein bisschen tiefer gehen, diskutieren, gerade wenn Nutzer keinen Zugang zum Internet haben, um das Ganze runterzuladen. Da gibt es Wege, wer sich dafür interessiert. Jetzt haben wir die Seite schon angelegt und jetzt legen wir einfach mal los. Das Plugin öffnet sich. Da habe ich noch ein paar Möglichkeiten, Dinge einzustellen, aber das müssen wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht machen. Das Einzige, was wir machen, ist, wir capturen jetzt diesen Prozess. Ich habe hierfür, das ist schön, weil das ist jetzt die Werbung in der Werbung, mir einen Prozess ausgesucht, beziehungsweise einen Ablauf ausgesucht von einer neuen Version, die in unserem Terms of Use, also die Nutzungsbedingungen, wenn ich in Confluence bin und ich möchte, dass bevor jemand überhaupt diese Plattform das allererste Mal betritt, hat er gewissen Nutzerbedingungen zuzustimmen, dass er sich zu benehmen hat, dass er gewisse Regeln befolgt. Das ist dieses Plugin. Und wir haben vor kurzem diesbezüglich eine neue Version gehabt, die ich euch jetzt einfach mal zeige. Es geht eigentlich mehr um den Prozess an sich als um die Version. Alles, was ich ab jetzt mache, jeder Klick wird ein Screenshot. Das seht ihr auch.
Sobald ich hier klicke, seht ihr auf der oberen Seite, dass dort schon ein Screenshot mitgelockt wird. So, wir gehen jetzt mal in die allgemeine Konfiguration rein. Dann hat er natürlich das Passwort mal wieder vergessen. Okay, da sind wir schon. Sehr schön. Ich suche mal gerade nach der, genau, nach dieser Option. Klicke drauf. So sieht dieser Konfigurationsbildschirm von dem Plugin aus für all diejenigen, die es interessiert, weil sie vielleicht sowas auch schon immer haben wollten. Hier habe ich die Möglichkeit, ganz normal einen Titel für diese Nutzerbestimmungen oder Nutzungsbedingungen zu vergeben. Das habe ich schon mal gemacht und habe hier mal so einen fiktiven Inhalt mit reingenommen. Was wir jetzt neu gemacht haben und ein neues Feature ist, ist, dass ich hier dann in diesem Reiter auch sehen kann, wer hat denn diesen Nutzerbestimmungen schon zugestimmt. Das hatten wir vorher nicht. Das heißt, hätten wir jetzt eine neue, was heißt hätten, wir haben es. Diese neue Version ist auf dem Atlassian Marketplace und wir möchten jetzt bewerben, dass es eben dieses neue Feature gibt. Dann habe ich es im Prinzip soeben dokumentiert. Wir könnten jetzt noch hier ein bisschen weitergehen, aber ich denke, der Sinn hinter der Sache ist ersichtlich. Ich stoppe den Prozess jetzt und ihr seht, ich maximiere das auch mal, dass das hier alles so klein ist. Das ist übrigens auch noch eine Sache, die wir ändern. Das ist gerade erst ein Feature Request bei den Entwicklern geworden. So, und wie ihr jetzt sehen könnt, alles, was ich hier gemacht habe, hat einen Screenshot erzeugt. Da ist auch ein entsprechender Kreis rund um den Klick, den ich getätigt habe. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, jeden dieser Screenshots, entweder wenn ich sage, das hier war der allererste, den brauchen wir nicht zwingend, weil da ist auch nichts passiert, den lösche ich raus. Hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich sage, hier oben ist der Kreis, eigentlich möchte ich nicht, dass davon so viel Aufmerksamkeit weggenommen wird. Das hier interessiert auf dem Screenshot gar nicht so sehr. Kann ich das hier verzerren. Diese Verzerrung kann man auch, wenn man es entsprechend einstellt, nicht wieder rückgängig machen im Nachhinein. Also man kann alles bearbeiten. Nur wenn ich sage, Verzerrungen können nicht mehr bearbeitet werden, das macht sehr viel Sinn. Wenn ich mal irgendwo Bankdaten oder vertrauliche Daten habe, soll das natürlich nicht einfach rückgängig gemacht werden können. Und hätte hier jetzt auch, das kennt ihr alles von irgendwelchen Editoren, Word oder PowerPoint, die Möglichkeit, verschiedene Schritte hier mit einzugeben. Und dann natürlich hier unten in der Schrittebeschreibung entsprechend einzutragen. Und hier auch noch ein Titel, Mustertitel. Und wir sagen jetzt mal, wir sind schon fertig. Ich publishe das, nutze ein beliebiges Layout. Und jetzt wird das Ganze zur Confluence übertragen. Das rendert ein paar Minuten. Wenn es eine große Dokumentation ist, in dem Fall haben wir nur 6 Screenshots, da geht das relativ schnell. Und jetzt öffnen wir die Seite im Browser und da ist sie schon. Mit den entsprechenden Screenshots. Wir haben jetzt nur bei einem auch einen Titel vergeben und einen entsprechenden Titel vergeben. Aber wenn natürlich entsprechend mehr Inhalt ist, und das wird passieren über die Zeit, wenn man jetzt die Dokumentation nicht nur im Rahmen von so einem Test, wie ich jetzt gerade angehe, wird das passieren, dann ja, hat man hier die fertige Dokumentation und das hat jetzt wie lange gedauert? 5 Minuten. Also der Zweck hinter diesem Plugin, weil hat es natürlich nichts mit irgendwelchen Architekturen zu tun, das ist viel umfangreicher. Wir bewegen uns hier eher auf dieser Ebene, wo wir sagen, es soll jeder angeregt werden zu dokumentieren. Nicht nur diejenigen, die sich mit dem Code auskennen und wissen, wie so eine Architektur erstellt wird. Natürlich ist das ein ganz anderer Anwendungsfall, das stimmt. Aber jemand, der Wissen hat, soll es dokumentieren. Jemand, der lange, wir hatten letztens erst einen Fall, gerade weil wir auch als Atlassian-Partner viel auch mit den Atlassian-Mitarbeitern in Kontakt stehen. Da sagte unser Partnermanager, wir haben im Moment in Österreich ein ganz großes Problem. Die haben irgendwie, ich glaube, eine Gesetzesänderung hatten die. Und viele Mitarbeiter sind verfrüht in den Ruhestand gegangen. Die hatten aber alle ihr Wissen irgendwie nicht dokumentiert. Die hatten es überhaupt nicht erfasst. Und jetzt holen die alle verzweifelt zurück und sagen, kommt bitte, wir geben euch auch ganz viel Geld, aber erfasst euer Wissen. Also man möchte das Wissen von den Leuten bekommen, die es normalerweise nicht machen würden. Wann dokumentiert man nicht? Wenn es zu kompliziert ist, wenn es zu viel Zeit frisst. Und wenn man immer der Einzige ist, der das macht und die anderen eben nicht. Und daher ist es ein relativ simples Plugin, ein relativ simpler Use Case, aber einer, der auf jeden Fall eine Menge fürs Unternehmen bringen kann. Ja, das war's schon. Wie viel Zeit habe ich? Ich überziehe normalerweise immer. Ich hätte ganz gerne allein schon ein Klatschen dafür, dass ich dieses Mal nicht überzogen habe.
Das war Anbieter, Entschuldigung. Ja? Nur Cloud oder auch Server? Sowohl Cloud als auch Server. Aber das heißt, die Haupt-Use-Cases sind eigentlich meistens, wenn wir irgendeinen Prozess beschreiben. Also wenn wir jetzt einfach nur ein Screenshot von dem Code machen oder so, oder ein Code-Skript, dann ist man eher weniger. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, der Haupt-Use-Case liegt wirklich darin, wenn du, also wir haben es zum Beispiel, ich kann ja mal aus der Praxis plaudern, ja. Ich bin bei uns im Lizenzteam ansässig. Wenn ich einen neuen Mitarbeiter bekomme, dann muss der relativ viele Sachen neu lernen. Das heißt, der wird erstmal lernen, wie benutze ich die Atlassian-Tools intern, um überhaupt mein Lizenzangebot zu erstellen. Das sind allein schon auf Atlassian-Seite ungefähr 10 Screens mit entsprechender Beschreibung, mit entsprechenden Klickfaden. Dann hat er erstmal die Informationen, die er braucht, um einen Preis zu berechnen. Dann geht er in unser Angebotstool, gibt das dort ein. Da gibt es auch nochmal 6, 7 Pfade. Also ja, je größer der Pfad, desto höher auch die Zeitersparnis und desto wichtiger wird das Ganze. Wenn ich jetzt tatsächlich einen Screen habe, dann ja, würde ich jetzt sagen, würde man wahrscheinlich eher eine Confluence-Seite nehmen und würde das einfach reinknallen. Ich meine, Confluence an sich kann ja auch schon Dokumentation sehr gut. Aber dafür gibt es unter anderem ein Tool, das ist ein etwas abgespeckteres hiervon, das überspringt die komplette Phase, dass man in einem separaten Plugin einen Klickpfad, eine Dokumentation erstellt, und das ist einfach ein Tool, das einem ermöglicht, einen Screenshot in Confluence zu bearbeiten. Also all das, was ich jetzt gerade bearbeitet habe mit diesem Zerr-Effekt, mit der Nummerierung und so weiter, das wäre auch so möglich, dass man ein einziges Bild bearbeitet. Das wäre so eine Alternative. Ja? Was bitte? Ja, ja. Also die PDF-Generierung ist ja jetzt eigentlich das kann Confluence schon von alleine. Da käme wieder die Frage auf, soll das PDF dann den Confluence-Standard entsprechen oder soll es zum Beispiel ein PDF sein in schon entsprechenden Unternehmensfonds, Schriftfonds, Unternehmensfarben und so weiter. Da wäre dann wieder ein anderes Plugin noch vonnöten. Aber standardmäßig ist es auf jeden Fall per PDF exportierbar, ja. Ja. Was ich bei Draw.io halt so toll finde, dass man die Boxen und die Linien verlinken kann auf Confluence-Artikel. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt das betrachte, kann ich ja jetzt nur quasi hier rein dokumentieren, aber ich kann keine Links auf die Bilder setzen. Das ist jetzt zum Beispiel. Ja. Ja. Auf einem anderen Artikel. Ja. Das ist aktuell noch nicht möglich. Aktuell würde ich den Use Case sehen, dass im Prinzip die Snapshot-Dokumentation das Ziel der Draw.io-Verlinkung ist. Also das Draw.io sagt, hier geht es zu einer entsprechenden Dokumentation, die sich dann unter dieser Seite verbirgt, die ich mit Snapshot gemacht hätte. Aber durchaus eine Sache, die man mal überlegen kann. Also falls irgendjemand gerade etwas vermisst hat. Wir sind im Moment rege am Sammeln von Features. Einfach mitgeben, kippen wir alles gerne ein und dann wird es Teil der großen Roadmap, die wir angehen. Also wir hatten auch schon Rückfragen auch von Kunden, die gesagt haben, GIF-Integration wäre ganz schön, Video-Integration wäre ganz schön, dass man gegebenenfalls auch während man den Screenshot macht, um noch mehr Zeit zu sparen und zu sagen, wir verzichten so ein bisschen auf dieses Textelement, wobei es dann auch nicht mehr durchsuchbar ist, klar, indexierbar ist, aber dass man auch sagt, man hat die Möglichkeit, Audiokommentare zu dem jeweiligen Screenshot zu machen. Also das sind alles so Ideen, die schon eingeflossen sind. Und ja? Was vielleicht auch ganz nett wäre, wenn man irgendwie Steuerung finden kann und dann Klick nicht aufgezeichnet wird. Ja. Man klickt ja wahrscheinlich auch manchmal irgendwo hin und ich habe schon gesehen, dass irgendwie. Ja. Ja, das ist toll. Das ist echt gar nicht so blöd. Auf die Idee hätten wir auch schon mal kommen können. Ja, also insofern, man kann die Sachen relativ einfach rauslöschen, aber ich gebe dir recht, wenn man schon weiß, dass das überflüssiger Content ist, dann wäre es auch schön, wenn man es gleich vermeiden könnte, ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit den Impulsvorschlägen erstmal durch und 2 Minuten irgendwie kurze Pause.
Ja, ja, natürlich, klar. Also wer Confluence nutzt, hat sowieso immer die Möglichkeit, bei sämtlichen Plugins, die zur Verfügung gestellt werden, über den Marketplace, die mit einer 30-tägigen Testlaufzeit herunterzuladen. Das geht grundsätzlich sowieso immer. Wenn man nicht über einen Atlassian-Partner geht, ist es nach den 30 Tagen Schluss. Wenn man mehr als die 30 Tage braucht, kommt man zu uns und dann gibt es nochmal einen Anschlussschlüssel. Und da gibt es auch die Beratung, die man braucht. Bitteschön.